Servus Leute, heute zeige ich euch, was ihr machen könnt, wenn ihr bei eurem Beispielfahrzeug Passat 6B, P6, ein Klackern in den Antriebswellen habt. Was ihr dagegen machen könnt. Wir waren schon so weit, dass wir neue Antriebswellen geholt haben, aber dann haben wir einen coolen Trick rausgefunden, wie man das anders lösen kann. Und jetzt funktioniert wieder alles wie neu und alles ist gut. Da haben wir jetzt hier unten die Antriebswelle. Da ist das innere Gelenk von der Antriebswelle. Beim Fahren hat es Schläge gegeben und hat geklackert. Daraufhin haben wir die komplette Antriebswelle rausgeholt, ein neues Teil hier rein eingebaut und haben gemerkt, dass es genauso viel Spiel hat wie das alte. Deswegen waren wir eigentlich schon also schon verzweifelt, was wir machen sollen. Das Komische war bloß, als wir also dieses Teil hier aufgeschraubt haben, ist hier unten Öl rausgelaufen. Und normalerweise muss hier drin also Fett drin sein, statt Öl. Wir konnten uns nicht erklären, warum da Öl drin war, sondern also statt Fett Öl drin war. Auf jeden Fall hat das neue Teil nicht hundertprozentig reingepasst. Das hatte auch genauso viel Spiel gehabt wie das alte. Anscheinend, jetzt haben wir herausgefunden, dass es normal ist, das Spiel. Und mit dem ganzen Frust haben wir jetzt beide Seiten auseinandergebaut gehabt und jetzt haben wir einfach beide wieder eingebaut. Und jetzt haben wir beim Einbau hier einfach Fett reingetan, Hochleistungsfett. Und auf der anderen Seite genauso. Und sind eine Runde gefahren und komischerweise haben wir jetzt keine Geräusche mehr. Die Geräusche sind alle weg. Alles ist wieder wie neu. Ziemlich komische Geschichte. Und die Achsmutter Mutter hier in der Mitte, die haben wir nicht aufbekommen, weil die bombenfest war. Da hat es aber gereicht, dass wir einfach den Querlenker hier runtergebaut haben, also hier abgebaut haben. Und so konnten wir die Antriebswelle rausziehen, abschrauben und rausziehen. Würde ich jedem empfehlen, der dieses Modell hier hat. Ein Passat 2,0 TDI ist es. Da waren wir schon kurz vorm Verzweifeln. Und Gott sei Dank haben wir das jetzt hinbekommen und alles ist gut. So, das war's auch schon. Das ist eigentlich ganz simpel und einfach. Wir haben uns aber tierische Sorgen gemacht, dass das DSG kaputt ist, dass das Differential kaputt ist, weil das übelst geklackert hat unter. Also nicht unter Last und also beim Bremsen und unter Last war das Geräusch weg. Aber sobald der im Leerlauf war, während der rollt oder wenn man langsam fährt ohne Gas, hat es immer so ein Klackern gegeben von den Antriebswellen. Und mit diesem Trick haben wir es eigentlich gelöst und sind super happy, dass es geklappt hat. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Euer Autoschrauber Kanagi.